Und die Aufnahme läuft, Freunde. Willkommen zurück zu The Binding of Isaac. Heute ist wieder Montag und heute machen wir wieder einen Eden Run. Und außerdem bin ich heute wieder live auf World of Nerds und dann auf meinem Kanal. Also, wenn ihr noch mehr Isaac sehen wollt, dann schaut dort vorbei. Ich wollte nur kurz erwähnen, jetzt zocken wir ein bisschen weiter mit Eden und haben Winstreak Nummer 9. Wo waren wir eigentlich letztes Mal? Letztes Mal waren wir bei... Wo waren wir stehen geblieben? Oh, was haben wir? 9 Volt? Okay, was macht... Ah, fuck, ich vergesse immer, was diese Batterie macht. Ich glaube, die lädt mich auf 9 Volt. Warte mal, das... Weiß ich doch nicht, was die macht, aber wir haben hier den Boss direkt gefunden. Das ist eine XL-Ebene? Nein. Alles klar, Leute. Dann würde ich sagen, bekämpfen wir hier mal alles. Wir haben auch ein Trinket dazu bekommen und wir haben Monster Manual. Irgendwie bekommen wir das ziemlich oft in letzter Zeit, habe ich das Gefühl. Mann! Zum Glück ist es ein Bilderbuch, weil ich kann nicht lesen. Also ich meinte Eden. Aber ich auch nicht. So. Vor allem im Livestream, wenn da Leute was schreiben und ich da schnell alles lesen will, weißt du? Dann komme ich voll durcheinander und lese da die totale Grütze vor. Und dann weiß ich selber nicht, ob ich jetzt falsch gelesen habe oder ob die Person da total reingeschissen hat. Apropos reingeschissen, lass uns das mal öffnen. Ey, wir haben guten Damage, ne? 2 Striche, das ist immer sehr schön. Die Tierrate ist auch super. Die Tierrate ist für den Anfang mega töfte. Auf Wiedersehen, komm schon her. Oh, jawoll! Was, wo kommst du denn her? Naja, ihm fehlt übrigens auch ein Beinchen, ne? Weil wir haben ja das Beinchen. Ja, diese kleinen Details sind schon sehr süß. So, meine Mütze, ich sehe aus wie ein Vollhonk. Also, nicht mehr als sonst, aber man kann es ja versuchen zu retten. So, sehr schön. Was haben wir hier? They grow inside infestation. Ah, scheiße. Wenn wir Schaden bekommen, dann spawnen wir Fliegen. Das kann uns im Notfall helfen, aber... Es ist immer noch nicht der Hound. In letzter Zeit bekommen wir ja gar keinen Hound mehr. Oh, Bob. Oh, Bob. Oh, Bob. Ich meine, der ist gut jetzt für den Anfang, aber ja, zum Glück nur in einem Raum. Also komplett mitnehmen möchte ich dich jetzt nicht, mein Guter. Komplett mitnehmen möchte ich dich jetzt nicht. Upsi. Ja, flieg mal, Bob. Danke. Machen wir dich erstmal Toad und jetzt dich. Und wir kriegen Magic 8 Ball. Was für eine Karte? Ich hoffe, eine gute. Ja, lass einsetzen, den Moon. Die Ebene sieht aus wie ein Ninja-Stern. Oh Mann, jetzt haben wir voll viel Kohle, aber keinen einzigen Schlüssel, verdammt. Ah, das ist natürlich sehr ärgerlich. Ärgerlich sehr ist das. Ärgerlich sehr. So, auf Wiedersehen. Schaffe ich das dann noch? Oh, das war knapp, aber rein in die nächste Ebene. Sehr schön, Leute. So, ich habe mir mal ganz kurz durchgelesen, was geändert wurde in God Mode. Genau, das habe ich mir mal angeguckt. Und das war schon ordentlich. Es soll auch eines der letzten Updates sein. Also da kommt vielleicht noch eins, aber dann ist vorbei mit den Updates. Ja, später kommen welche, aber das sind so die größten, wenn ich das richtig verstanden habe. Und da ist schon einiges dazu gekommen. Da sind irgendwie 7 neue Gegner, ein paar neue Bosse, ein alternativer Boss. Irgendwie Mega-Satan nur alternativ. Da bin ich sehr gespannt drauf, was uns dort erwartet. Also jetzt in Gott... Jetzt hör mal auf hier. Ich brauche Schlüssel, Mann. Das gibt's doch nicht. Das ist doch ein schlechter Scherz hier. Spawn mir bitte einen Schlüssel. Hoffnung ist zerstört. Die Hoffnung ist zerstört. Naja, dann gehen wir halt weiter und hoffen, dass wir noch irgendwie 2 Schlüssel finden. Vielleicht hier, warte mal. Oh. Komm schon, gib mir Schlüssel. Gib mir einen verdammten Schlüssel. Das sind Münzen. Ich brauche Schlüssel, Mann. Nein. Geht aber schon in die richtige Richtung. Ja, Bomben nähern sich schon den Schlüssel. Dankeschön, echt. Oh ja, 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 ja. Jawohl, und wir kriegen die Karte sogar. Und heilige Scheiße, der Bildschirm ist von selbst angegangen. Jetzt habe ich Angst bekommen. So, wir haben 2 Schlüssel, einmal hier rein. Nein, Dr. Fetus ist grauenhaft. Grauenhaft ist er einfach. Ihm sollte man verbieten, hier zu sein. Jo, dann nehmen wir das hier mit, wenn wir schon Infestation 1 haben. Warum nicht, ne? Warum nicht? Okay, so. Dann lass uns mal weitergehen. Vielleicht finden wir noch irgendwie Kohle. Und können dann nochmal da hinten spielen für ein paar Schlüssel und die Kisten öffnen. Das würde ich schon gerne irgendwie tun. Und heute hole ich mir auch endlich Batterien, oder beziehungsweise Jana. Mache heute selbstgemachte Pizza. Und die schmeckt super lecker. Und dann kriege ich auch endlich meine Batterien. So. Und dann kann ich eigentlich mit Controller spielen. Ich spiele schon in letzter Zeit, ganze Zeit mit Tastatur und ich gewöhne mich leider zu sehr irgendwie dran, habe ich das Gefühl. Es macht schon echt verdammt viel Spaß mit Tastatur. Auch wenn man da nicht dieses Feingefühl hat, weißt du? Okay, wir haben Geld.
Wir könnten uns gleich auf jeden Fall mal noch ein paar Schlüssel erspielen. Vielleicht schaffen wir das und kriegen dann zwei Schlüssel und dann Booyakazam, können wir uns die Kisten angucken, die bestimmt Crickets Head für uns haben. Und auch noch Bob's Brain. Das wäre... Okay, das ist jetzt ein bisschen peinlich. Wieso habe ich keine Fliegen gespawnt? Oder sind die und haben direkt die Fliege getötet? Ah. Es ist Pin. Was kriegen wir? Nochmal Bob's Brain? Ich mag Bob's Brain eigentlich. Ist besser als das Laser Baby, wenn ich das mal sagen darf. Tut mir leid, Laser Baby, aber du kannst ja auch nichts dafür. Es ist Edmund. Edmund, der Fiesling. So. Und auf Wiedersehen. Ja, das nehmen wir mal mit. Fliegen können ist ganz nett. Ich nehm's mit, denn das ist fett. Yes! Sehr schön. Wann hatten wir das letzte Mal Godhead, hä? Wann hatten wir das überhaupt mal in einem Run? Meine Güte, das frage ich mich die ganze Zeit, weil... Ja, ich hätte es gerne, aber ich kann nicht Devil Deals ganze Zeit ignorieren, weil wir müssen ja irgendwann mal stark werden. Und wir haben jetzt nicht so die besten Items bekommen. So, warte mal, ich kaufe mir, glaube ich, direkt einen Schlüssel, als hier rumzuspielen. Ja, ja, ja. Her damit und wir öffnen die Kiste und hoffen das Beste. Na, die lasse ich mal. Es ist Death. Na gut. Ist hier vielleicht der Geheimraum? Nein, aber wahrscheinlich irgendwo da oben. Aber ich will meine Bomben irgendwie sparen für blaue Steine oder sowas. Ja, ja, ja. So. Tja, ansonsten mussten wir jetzt Dr. Fetus liegen lassen, weil das ist echt grauenhaft. Wir könnten ihn mitnehmen, wenn wir am Ende irgendwie Quadshot und Pyromaniac haben. Dann könnte ich mich überwinden, weißt du? Aber dann muss es danach kommen. Aber davor ist das echt schon Pain in the Ass. Und irgendwann kommt der Tag. Irgendwann kommt der Tag, wo wir mit Eden, mit Dr. Fetus starten. So. Auf Wiedersehen. Und auf Wiedersehen. Nicekowski, Nicekowski, Vögelchen, mach sie tot, yeah. So. Nice. Okay, kommt da noch eine Welle? Ja, klar, 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 klar. Drei Wellen. Ich kann zählen, ich kann zählen. Nicht immer, aber manchmal kann ich schon zählen. Eben gerade schon. Ich war mir nicht unsicher. Habt ihr nicht gestern gesehen, wie ich mich selber in Tic-Tac-Toe ausgetrickst habe? In diesem Trash-Video da? Das war ja mega peinlich. Das müsst ihr euch mal ansehen. Ich dachte mir, ich spinne, als ich das nicht gemerkt habe. Ich habe mich echt selbst ausgetrickst, hä? Eieiei. Aber sagt es bitte keinem weiter, okay? Danke. So. Wenn wir jetzt Guppy werden, dann wäre das mega sexy. So. Oh Gott, hier setzt das ein. Bitte gib mir Brimstone Baby oder sowas. Oder den Guardian Angel. Na gut. Aber wir haben Death. Wir können hier ganz gut Death einsetzen. Gleich. In wenigen Minuten. Haben Sie ein wenig Geduld, meine Damen und Herren? Ein wenig Geduld. Wir teilen die noch ein bisschen. Mhm. Komm schon. Ja, schön. Au, Mist, Kacke. So, einsetzen. Jetzt habt ihr mich aber zur Weißglut getrieben. Tja. Und sonst so? Mein Gott, dieser Gegner ist echt ein Arschkopf, hä? Auf Wiedersehen und danke für die Bombe. Oh. Ah, ich dachte vielleicht Geheimraum freisprengen, aber gut. Ist wohl zu viel verlangt, was? Oh Gott. Was ist denn hier los? So, 9 Volt gibt uns genau. Immer schon eine Aufladung. Das heißt, wir brauchen nur 2 Räume, um das zu clearen. Um es aufzuladen. Jetzt geht's aber los hier. So. Nice, Sikowski. Nicekowski und Nicekowski. So, diese Monkey Power, das ist auch ziemlich gut. Es gibt uns irgendwie am Ende ein schwarzes Herzchen, wenn wir nur noch ein halbes Herzchen haben oder so, ne? Da kann man schon auch ein bisschen cool tricksen, aber ich glaube, ich behalte meinen Vogel. Ich mag meinen Vogel. Mein Vogel ist toll und witzig. So, ich finde es cool, wie er immer spawnt. Gibt es irgendwie, wann spawnt er? Spawnt er in bestimmten Abständen? Ist es immer random generiert? Spawnt ihr in jedem Raum einmal? Ne, ich glaube, das hätte ich gesehen. Ja, das hier müssen wir sprengen. Das ist schon ganz gut. Oh. Was haben wir hier? Strength und Devil. Strength kann ich jetzt schlecht einsetzen, weil wenn ich jetzt Strength beim Boss einsetze, dann denkt der Devil Deal, ich habe ein rotes Herzchen, ne?
Und wenn ich dann in den Devil Deal reingehe, ist mein rotes Herzchen weg, weil durch Strength bekommt man ja ein rotes Herzchen. Und dann kann ich mir die Devil Deals nicht leisten, ne? So ist es doch, oder? So ist es doch. Oder? Oder denke ich jetzt unlogisch? Ich und unlogisch denken, ich bitte euch. So, die springen nicht in den Abgrund, die sind verdammt schlau, die Mistviecher. So, schon wieder Pilze, die ich sprengen möchte. Ja, 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 ich mag Pilze. So. Und auf Wiedersehen. So, jetzt aber im Itemraum mal was Gutes, ne? Wie wär's damit? Ist eigentlich Dr. Fetus ein Special-Item? Weiß. Oh, das. Ist der unsichtbar? Oder einfach nur verdammt dunkel? Ich glaube, der war einfach ganz dunkel. Ah, hätte ich zuerst den Schlüssel mitgenommen. She loves you, Sissy Long Legs. Ist ganz gut eigentlich, weil wir jetzt Hive Mind haben, ne? Oh, Two of Diamonds. Okay, auch ganz gut. Ja, wir haben Hive Mind. Sissy spawnt jetzt immer Spinnen und die sind riesig und machen verdammt viel Damage. Das ist sehr nice. Jetzt brauchen wir noch sowas wie Rotten Baby. Das wäre echt richtig gut. So. Jetzt bräuchten wir noch das Rotten Baby. Ich hoffe, ich habe es jetzt hervorbeschwört, gerufen, gemacht, tun. So, Spinne, hilf mir. Danke. So. Mal schauen, was wir so im Shop bekommen. Die Nonnenhaube ist ganz gut. Die würde ich mir gerne holen. Ja. Ja. Ich dachte, vielleicht schaffen wir es irgendwie beides zu holen. Pandoras Box und die Nonnenhaube. Das passt sogar. Ja, das passt. Wenn ich jetzt Two of Diamonds einsetze. Nice, Sikowski. Dann nehmen wir das hier mit. Und die Box. Und setzen sie einmal ein und wir bekommen ein HP-Upgrade. Sehr schön. Sehr schön. Dann holen wir uns jetzt mal ganz kurz die Karte wieder hier. Jetzt haben wir Strength. Nice. Ja, lass mal zerstören hier. Mega Maw. Wen kriegen wir? Brimstone Baby. Brimstone Baby. Naja. Ist jetzt nicht das optimalste Baby für diesen Kampf. Da gibt es eindeutig ein paar bessere. Aber hey, Sissy Longlegs, du legst doch jetzt, ne? Ein paar hübsche Spinnies, oder? Die für mich kämpfen. Ja, da sind sie doch. Sehr nice. Wie viel Schaden machen die Spinnies? Komm, bam! Oh Mann, hätten wir jetzt Guppies, ne? Dann wären wir aber eine totale Zerstörung hier. So. Und wir bekommen die Halo. All Stats up. Damage 0,3. Okay, Range High. Boah, das kann sich doch kein Mensch merken. Puh. Okay, gut, machen wir weiter. Ich bin sehr froh, dass wir hier diesen Item Tracker jetzt haben. Ich bin sehr froh über ihn. Sieht doch ziemlich sexy aus. So. Okay. Machen wir die mal Toad. Wir haben jetzt ein bisschen Damage dazu bekommen, aber trotzdem merkt man das nicht so wirklich, ja? Man merkt es nicht so wirklich. Wir brauchen da noch ein bisschen mehr, Mann. Ein Ticken mehr. Autsch. Da habt ihr jetzt selber Schuld und wir können Monster Manual einsetzen. Der Monster Manual. Gehen wir nach unten. Ich glaube, da ist der Itemraum. Wobei, das sieht eher so ein bisschen nach Boss aus. Na, würden Sie mal sterben? Dankeschön, Mister. Das gibt's doch nicht. So. Nice. Sikowski. Die Zecke lassen wir jetzt mal liegen, auch wenn die Bosse weniger Schaden bekommen. Aber dafür liebe ich das. Das Vögelchen zu sehr, Mann. Wie schon gesagt. Das Vögelchen. Das sieht eher nach Boss aus irgendwie hier. Dieser Weg. Aber vielleicht liegt ja auch unterwegs der Itemraum. Irgendwo da rum, so. Auf Wiedersehen. Ah, Trollbombe. Vielleicht eine Leiter nach unten. Hatten wir auch lang nicht mehr. Hallo. Hallo. Upsi. Komm schon. Oh, leg dich nicht mit der Spinne an, mein Guter. Leg dich nicht mit der Spinne an, ey. An deiner Stelle wäre ich zu noch flitziger Flitzekacke geworden und wäre zurückgerast, Mann. Mit dem Rückwärtsgang. Na, da habe ich aber viele erwischt, was? Schade, ich war mir sicher, dass ich treffe. Ich war mir sicher, dass ich treffe. Und nicht an ihnen verrecke. So. Einfach mal reinglupschen, wieso nicht? Können wir hier Pilze sprengen? Vielleicht kriegen wir den Pilz? Nein, leider nicht. So. Mhm. Gut, die einsetzen. Oh, wir haben die Fliege hier. Das ist natürlich sehr schön. So, ist auch eine Fliege. Müsste eigentlich auch Bad Damage machen, ne? Aber die zählt ja als Best Friend. So. Aber ich find's geil, wie Sissy größer ist. So. Wie viel Damage macht eigentlich diese Fliege? Das wird mich mal interessieren. Stand das da gerade? Oh, Mann. Was? Wieder kein Devil Deal? Nur weil ich den Itemraum nicht gefunden habe. Das ist wirklich so. Leute, ich schwöre euch.
Wenn man den Itemraum nicht findet, hat man noch eine geringere Chance, den Devil Deal zu bekommen. Ich schwöre es. Das ist meine Theorie. Und die stimmt hundertprozentig. So, und jetzt hoffen wir mal, dass die Pillen mehr als sexy sind. Bombsaki, na gut, kann man verkraften. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lock up. Eieiei. Das hat jetzt wehgetan, Mann. Diese Tears Down Pille. Aber nicht ganz. Es geht noch, Mann. Es geht noch. Man kann damit leben. Wir sind zwar ein bisschen jetzt, ne? Besonders, aber man kann damit leben. Man muss das Beste draus machen. Da können wir vielleicht als Blue Baby wiederkommen. Das ist mir dann ein bisschen zu vielleicht. Dieses vielleicht stört sehr. Das vielleicht stört auf jeden Fall. Meine Fresse, kriegen wir viel Kohle. Okay, ich glaube, ich nehme das mit und sammle ein bisschen Kohle und werde dann auch ein bisschen spenden gleich. Vielleicht. Okay, da ist der Shop. Uiuiui, wo kommen die ganzen Spinnen her? Alle tot, sehr schön. Haben ein bisschen Zeit gespart. Ich habe was im Auge, ey, das nervt. Oh, PhD, wo bist du gewesen? Verdammt nochmal. Wie sah nochmal das andere aus, ey, dieses Tears Down? Ich glaube, das war eine komplett blaue Pille, weil ich dachte mir, oh, also innerlich, komplett blaue Pille sind oft öfter mal Tears Up. Ich glaube, ich nehme das mit. Wir haben jetzt auch die Nonnenhaube, deswegen bleiben wir mal hierbei. Auch wenn ich sehr gerne mit dem Book gespielt habe, Mann. Ganz ehrlich. Ich habe schon sehr gerne damit gespielt. So, wir haben auf jeden Fall aber jetzt eine Tears Up Pille, ne? Jetzt bräuchten wir nur irgendetwas, was auch... Ja, da merkt man so ein bisschen die Nachteile von der Tastatur. Da konnte ich gerade nicht sexy ausweichen. Jetzt komm doch mal, hallo? Was soll denn der Scheiß? Das ist ein schlechter Scherz hier. So, jetzt will ich aber alle Pilze sprengen hier, die ich finde. Wenn wir überhaupt welche Pilze noch finden hier. Manu. Oh, ich sehe schon, wir kriegen gleich zwei schwarze Herzchen dazu. Schub, schubidu. Ich fasse es nicht, ja? Wir kriegen keine Pilze hier. Welche Ebene ist das? Caves, ja. In Catacombs kriegt man mehr Pilze, habe ich das Gefühl, oder? Oder ist das Schwachsinn? Na, und wenn es Schwachsinn ist, hey, ich bin Holly. Schwachsinn ist mein dritter, vierter Vorname. Oder so. Nein! Boah, da wurde mir ganz kurz wummerig. Was? So. Wir bräuchten jetzt noch den Wafer, aber dann würden wir immer noch nicht unsterblich sein. Außer wir finden den Stecker. Weißt du? Damit wir das Space-Item immer für ein halbes Jahrzehnt aufladen können. Dann wären wir wieder unsterblich. Und wie ich sehe, bekommen wir hier keine Pilze mehr. Mann. Oh, hätte ich bloß zuerst PhD gefunden, ne? Aber wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Okay, müssen wir anders spielen. Immer wenn ich jetzt demnächst Pillen finde, werde ich zunächst die liegen lassen und dann erst in den Itemraum gehen und dort dann hoffen, dass dort PhD ist oder sowas, Mann. Da muss ich jetzt halt so spielen, Mann. Voll kompliziert, aber hey. Muss halt gemacht werden, ne? Hallo? So. Ist mir gestern wieder passiert, dass ich anstatt aufzunehmen, die Stream-Vorschau angemacht habe. Da kann man ja angucken, wie es so wirkt. Und nicht aufgenommen habe. Das war während eines Trash-Games. Ich sage aber nicht welches. Wo ich gut geschauspielert, ne? So, das war das erste. Da kann man ja nicht viel schauspielern. So. Was haben wir hier? Der Tower. Okay, cool, cool. Very cool. So, ja, und deswegen habe ich jetzt wieder Paranoia, Mann. Ich war schon fast therapiert und jetzt habe ich wieder einen Fehler gemacht und nicht aufgenommen. Und jetzt habe ich wieder Panik, dass ich wieder versage. Ich versage. Ich versage. Hier ist nicht der Itemraum. Das schockiert mich jetzt teilweise ein wenig. Ein wenig, was? So. Bitte sterben Sie alle. Danke, Sie auch. Auf Wiedersehen. Und auf Wiedersehen. Upa. So. Ich find's auch cool, wenn die beim Zurückfliegen irgendwie dann so irgendwie so rumliegen wie Carpador. Weißt du, die Teile, die aus dem Bauch kommen. Und dann langsam sterben. Weil die verschwinden ja irgendwie im Nichts. Das könnte man noch schöner animieren, oder? Oder habe ich jetzt zu hohe Anforderungen? Das kann man doch schöner animieren, oder? Den Tod von diesen Dingern, die zurückfliegen. Na, vielleicht haben die es versucht und da ist irgendein kleiner Fehler. Und beim Zurückfliegen, wenn sie es animieren würden, würde das Spiel ständig abstürzen oder sowas. Und wenn nicht, hätte ich das als Ausrede genommen. Also Edmund, tu es ruhig.
So, ich akzeptiere die Ausrede. Komm, ich kann Fliegen töten. Guck mal, die haben Fliegen. Die tut mir leid. Wenn es überhaupt Fliegen sind. Auf dem Boden sehen die aus wie Kakerlaken. So. Eieiei. Eieiei, sind das viele Hände. Zwei Stück kommen noch. Auf Wiedersehen. Ich bin hier ein bisschen immer noch unterwegs nach Pillen oder so. Keine Ahnung. Ich hoffe einfach auf irgendetwas. So. Nice, Sikowski. Nice, Sikowski. So. Ah, den Bosswash können wir wieder vergessen. Dem können wir leider nicht mehr Hallo sagen. Leider, leider, leider. Oh, Trauer, Trauer, Trauer. Aber ich wäre jetzt sauer, wenn wir wieder nicht den Devil Deal bekommen. Verdammt nochmal. Zweimal hintereinander nicht bekommen. Was ist denn da los? Da wäre ich ja lieber auf Angel Deals gegangen. Speed up, nice. Immerhin eine Pille bekommen. Sprengen wir das hier mal. Hilft uns auch direkt, Gegner zu besiegen. Nice. Bekommen aber sonst nichts. Warte mal, ist das eine Tiers-Up-Pille? Wie zum Teufel, warum kriege ich sie? Ja, ihr seid aber auch Arschgeigen. Oh, die 20. Mit Nonnenhaube. Gut, nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Dann spielen wir halt damit noch ein bisschen rum. Und vielleicht kriegen wir einen kleinen Gamebreak hin. Wir brauchen jetzt halt noch einen Raum, wo ganz viele Sachen rumliegen. Wie zum Beispiel den Arcade Room. Auf Depths 2. Den bekommen wir jetzt, wenn wir über 5 Münzen haben. Da können wir uns dann austoben. Na, den bekommen wir vielleicht, ne? Ist ja immer noch so eine geringe Chance, dass er immer noch nicht auftaucht, Mann. Das ist echt nervig. Und das ist auch ein nerviger Raum so nebenbei, Mann. Heilige Scheiße. Yo, das ist gut. Das sprudelt ja vor Superform hier. Aber ich habe ja auch den Champions Belt mitgenommen. Verdammt nochmal. So. Ah, hier setzt den D20 jetzt nicht ein. Da habe ich die Schlüssel lieber mitgenommen. Wir brauchen Stompy, Mann. Und wir brauchen, weißt du, das Trinket, das auch Steinmünzen macht. Ey, vielleicht finden wir das gleich irgendwie. Vielleicht finden wir das gleich irgendwie. Das wäre die Optimalität, Mann. Das wäre Optimalität. Was haben wir hier? Den Stecker, leck mich fett. Okay. Okay, okay, okay. Da ist eine Batterie. Cool, cool. Schlüssel nehme ich aber mit. Jetzt haben wir auch noch den Stecker bekommen, okay. Sehr nice auf jeden Fall. Jetzt muss ich nur einfach nur einen Raum finden, wo ganz viel los ist. Das ist jetzt das Problem. So, sehr schön. Und sehr schön. Aha, was haben wir hier? Paralyzes, okay. Eigentlich könnten wir auch Strength rerollen, wenn wir mal ehrlich sind, aber das nicht. So, dann lassen wir erstmal jetzt den Boss hier besiegen. Die Nervensäge hier besiegen. Die für mich die Steine hier kaputt machen kann, wenn sie mal hochhüpfen würde. So. Ja, ich soll doch mal treffen, was? Ja, Sissy, sehr schön. Spawn die Spinnies, spawn sie. Wir werden sie alle umbringen, ha? Los, 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 Spinnies, greif an. Spinnies, oh mein Gott. Die brauchen Kontaktlinsen, habe ich das Gefühl. Oh, sind die dumm. Yo, klar. Änder nochmal die Richtung und flieg auf mich zu. So. Oh, da kommt eine Nervensäge. Eine Mini-Nervensäge. Mini-Me. Uiuiui. Uiuiui. Der fliegt auch irgendwie voll komisch, ne? Anders als, Gardi, Goody Junior. Verdammt nochmal, ich hab seinen Namen vergessen. So, wir kriegen dieses blöde Buch, Mann. I say no no. I say no no. Jetzt haben wir diese dumme Batterie, verdammt. Das bringt uns gar nichts. Ah, hab ich voll nicht bedacht, Mann. Wir haben ja diese eklige, blöde, fiese Batterie. Mann. Zerstörst doch alles hier. Gut, ich würde sagen, wir hauen jetzt ab nächste Ebene. Wir behalten die Schlüssel. So, Itemraum waren wir. Da war ja nur, ja, der D20. Den nehmen wir jetzt mit. Schade eigentlich, ne? Mann, diese blöde Batterie. Sonst alles perfekt, Mann. Ach schon, Curse of the Unknown. Wir sehen nicht, wie viel Leben wir haben. Ach, das hält mir nicht auf. Und was ist das für ein Raum, Mann? Schon wieder ein neuer Raum, den ich selten gesehen habe. Wenn überhaupt. Ich glaube, das ist das erste Mal, Mann. Mach die Champagnerflasche auf, los. Ihr müsst jetzt immer eine Champagnerflasche haben. Und auf Twitter einen Link posten, ein Bild, wie er die Champagnerflasche aufmacht. Als Beweis. Kommt schon. So. Nicht, weil ich euch nicht traue. Ich will nur wissen, ob es wirklich Leute gibt, die das tun. Ey. So.
Ich werde wahrscheinlich kein einziges Glück bekommen. Oder Bilder bekommen und mich dann fragen, hä, warum schicken die mir Bilder von Champagnerflaschen? Ich bin ja schon so ein vergessliches kleines Huhn. So. Eitsch. Das habt ihr jetzt euch selber eingebrockt, Mann. Das habt ihr euch jetzt selber eingebrockt. Aber wir haben eine Batterie, okay. Card Against Humanity wird jetzt auch ziemlich sexy. Da fuck, der kann einfach drüber. Der kann einfach schweben. Wer ist das, Mann? Was zum Teufel? Die 4 rerollt doch auch alles hier. Kann ich die Kiste irgendwie weghauen? Und öffnen? Okay, interessant. Aber einen Schlüssel nehme ich mit. Das ist interessant. Die 4 rerollt auch alles, was auf dem Boden liegt. Oder warte mal, 4. Nee, warte mal, rerollt die 4 nicht Podest-Items? Warte mal, deswegen gehen wir erstmal in den Itemraum. Ah, fuck, warte mal. 2 macht auf dem Boden, 3 macht auf dem Boden, 4 rerollt Podest-Items, oder nicht? Ja klar, deswegen laber ich Scheiße. Autsch. Jetzt kriegen wir mal ein bisschen zu viel auf die Schnauze für meinen Geschmack. Mein Geschmack ist das viel zu viel auf die Schnauze hier. Uiuiui. Da sind die aber flott unterwegs hier gerade. So. Nice. Eieiei. Das war knapp, Mann. Kommt schon, Spinnies. Nice. Kowski. Ach. Mein Schuss hat gefehlt. Curved Horn. Oh mein Gott, ich liebe dich. Oh mein Gott, ich liebe dich nicht. Verdammt nochmal. Da wir eh nicht zurück können, muss ich das mal hier jetzt einsetzen. Und Schlüssel nehme ich mit, auf jeden Fall. Okay. Explosive Diarrhea war das. Nee, 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 nee. Dann nehmen wir das lieber mit hier wieder. Store Credit ist auch ganz cool, ehrlich gesagt. Da könnten wir uns gleich etwas kostenlos holen. Da im Shop haben sich auch einige Sachen gerollt. Schauen wir uns mal an. So. Und kostenlos sind die jetzt auch noch dazu. Okay. Sacrifice Dagger. Yo, nehme ich mit, nehme ich mit, nehme ich mit. Okay. Nee, dann nehme ich lieber die Batterie mit. Und werde gleich nochmal rerollen. Eine Batterie habe ich ja hier auch irgendwo. Upsi. Ich will dich nicht mitnehmen. Bille. Warte mal, doch, wir könnten das einsetzen und dann rerollen die Bomben, die da kommen, ne? Ja, das ist schlau. Hier ist doch irgendwo eine Batterie. Da ist sie. Passt auf, Leute, wir setzen jetzt Explosive Diarrhea ein. Wie ein Profi. Und rerollen die, das geht nicht. Scheiße, ich dachte, das geht. Wie kacke. Ich dachte, das geht, Mann. Was soll denn der Mist? Ich dachte, das funktioniert echt, weil das sind ja Sachen, die gespawnt sind. Warum? Das ärgert mich jetzt sehr. Das ärgert mich jetzt sehr. Ich dachte, ich war schlau, aber nein, blamiert habe ich mich vor allen Leuten hier. Blamiert habe ich mich vor allen Leuten hier. So. Und so. Okidoki. Weiß nicht, jetzt blöd, dass nicht so viel Leben werden. Autsch. Und wir bekommen immer weniger Leben. Aber können gleich nochmal rerollen. Hey, positiv denken, positiv denken. Ich hoffe, ich habe noch ein paar blaue Herzchen und rote, Mann. So, aber müsste ich eigentlich haben. Und wir können uns ja im Shop mal auf jeden Fall da mal ein paar blaue Herzchen holen. Hier gibt's kein blaue Herzchen. Gott, ich musste gehen, tut mir leid. Ich bin ein bisschen müde. Ich war gestern bis 6 Uhr morgens wach, ey, scheiße. Rules of Card, okay, cool, cool. Nach, nach, nach. Okay, da können wir jetzt ja mal Algis Resistance, okay, cool. Dann können wir uns ja mal die Batterie im Shop, habe ich immer noch nicht gekauft, ne? Ne, die ist ja immer noch. Ja. Sehr schön. Und nochmal rerollen. Yay! Hätte ich bloß den Stecker und Wafer. Hätte ich bloß den Stecker und Wafer. Hätte ich bloß den Stecker und Wafer. Verdammt nochmal, dieser Stecker ruiniert einfach alles, ne? Der hat einfach komplett alles ruiniert. Der Stecker. Ich meine, jetzt flippe ich aber aus hier, ne? Ich meine natürlich... Diese blöde 9 Volt, Mann.
Sonst hätten wir schön hier wieder einen kleinen Gamebreak machen können. So ein klitzeklein. Nicht übertreiben, sondern so ein klitzeklein nur. So ein Mini-Gamebreak. Ein Gamebreaky. Ein klein Gamebreaky. Jetzt kriege ich aber ein bisschen Panik. Komm schon, gib mir ein paar blaue Herzchen. Ja, danke. Immerhin eins, danke. So. Drei Räume noch. Das passt nicht. Verdammt nochmal. Ich müsste dann einmal Schaden nehmen. Schaffe ich das beide zu sprengen hier? Ja. Ah, was ist das? The Tower. Ja, das ist wahrscheinlich genau das gleiche, dass ich das nicht ändern kann, hä? So, jetzt müssen in diesen beiden Räumen Gegner sein. Und dann ist alles cool. Dann können wir nochmal rerollen. Und vielleicht bekommen wir ein paar Tiersappillen. Wäre auf jeden Fall nicht verkehrt, mein Lieber. Das nehmen wir alles mit. Okay, komm schon. Ein Raum mit Gegnern. Jawohl. Jawohl, 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 jawohl. Jawohl, ja. So, nochmal zurück. Rerollen. Ein paar goldene Kisten hoffentlich bekommen. Und dann ein paar blaue Herzchen vielleicht. Wäre auch nicht schlecht. So. Leider keine Tiersappeln, aber Speed Up. Können wir mitnehmen. Na, immerhin. Na, immerhin. Wollen wir mal positiv denken. Ah, you're a wizard. Das ist aber scheiße. Batterie hatten wir keine mehr hier. Na gut, dann nehme ich jetzt... Was nehme ich mit? The Stars nehme ich mit. Olgis nehme ich mit. Okay, gut. Nehmen wir Olgis mit. Die OP-Rune der OP-Ichkeit. Und da oben können wir nicht rein in den Kampfraum. Verdammt nochmal, wir könnten an ihm spielen. Aber ich weiß nicht, wie viel Herzen wir haben. Das ist zu blöd. Wir könnten mit Resistance an ihm spielen. Lass uns einfach Morn besiegen. Und glücklich sein. Oder was haltet ihr von dieser Idee? Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Komm schon, zeig dich. Ich wusste genau, dass die Spinne ihn aufhalten wird. Ich wusste es genau. Verdammt nochmal, machen wir wenig Damage. Selbst mit diesem Dagger. So. Auf Wiedersehen. Das ist Campus, ja. Irgendwann musstest du ja kommen, was? Was hat dich denn da aufgehalten gerade? War er zu nah an der Wand oder was? Oder hat Sissy ihn aufgehalten? Nee, danke. Nee, danke. Da behalte ich lieber doch meinen D20. So, ich hoffe nicht schon wieder in Curse of the Unknown. Sehr schön. Sehr schön, der Boss befindet sich da oben links. Oder er befindet sich einfach unten links da. Weil er ist ein XL-Raum. Und er ist wahrscheinlich richtig nah bei uns. Aber wir gehen jetzt natürlich wieder den Umweg. Verdammt nochmal. Aber ich gehe jetzt einfach mal das Offensichtliche entlang. Eieieiei, caramba, mamia, mama. Muss ich jetzt aber aufpassen hier. Na komm, ihr habt das schon gefressen, so ein paar Tränen. Ihr könnt doch nicht mehr viel haben, die halten aber viel aus, Mann. Wie viel Damage machen wir denn? Wir haben das Curved Horn, komm schon. Sehr schön. Eieiei, hätten wir Sissy nicht, ne? Die nochmal ordentlich Damage macht. Dann wüsste ich nicht, wo ich jetzt sein werde. Sein hätte, würde sein tun. So. Komm her, mein Süßer. Und rein in die Spinnis da. Und zum Glück haben wir Hive Mind. Bisschen Doping für die Spinnen und Fliegen. Ich hätte, wir hätten noch den Wafer bekommen. Wäre ich auf Ancient Deals gegangen und hätte es dann nicht einsetzen können wegen dieser blöden Batterie. Jetzt habe ich mir auf jeden Fall gemerkt. 9 Volt nicht mitnehmen für Game Breaks. Nicht mitnehmen. Yay! Der offensichtliche Weg war sehr offensichtlich. Das gefällt mir gerade. Let's go, Toad. Hau dich tot. So. Du kannst mich auch nicht aufhalten, wenn du mich verlangsamst. Ah ja. Wieder Leben dazu bekommen. Verdammt nochmal, weil er sich geteilt hat. Nerviger Gegner. So, das nehmen wir mit. Wird alles doppelt gedroppt, wieso nicht?
Ja, die Ebene abchecken oder nicht? Ich gehe weiter, Mann. Ich gehe weiter. Abchecken können wir später. Kein Fluch, bitte. Kein Fluch. Ja. Oh, interessanter Raum. Ja, schade. Meistens sind die auch voller Geld. Oh, ein Guppy-Item. Oh, okay. Ich würde gerne das hier mitnehmen. Und die Schlüssel einmal mitnehmen. Guppy einmal einsetzen. Und das einmal einsetzen. Sehr schön. Ich möchte keine Schlüsselmangel haben. Ach, das nervt jetzt ein bisschen. Okay, gut. Das heißt, wir haben jetzt auf jeden Fall ein Ziel. Wenn wir es aufgeladen haben, können wir da hin und es, rerollen. Ja! Wir haben ein Ziel. So, was haben wir hier? Strengths. Ach ja, wird ja alles doppelt gechoppt. Ich Dödelchen. So, wir gehen aber trotzdem mal straight zum Boss und werden dann zurückgehen. Wenn es aufgeladen ist, ne? Logischerweise, das lassen wir liegen. Autschi. So. Okay. Oh Mann, ich weiß auch schon, wie ich die Folge nennen werde. Spielverderber werde ich sie nennen. Und weißt du wieso? Weil du ein Spielverderber bist, du blöde Batterie. So, genug beleidigt. Sie kann auch nichts dafür, ne? So, die wurde ja nur zufällig reingebeutet hier. Die dachte sich auch so, hä, was, wieso bin ich jetzt plötzlich im Runner? Ich hab doch Urlaub. So, warte mal. Das nehmen wir mit. Und legen das mal hier ab. Da, 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 da. Öffnen wir das mal, damit wir ein paar Items rausgehauen werden können. Eine Strength-Karte hätten wir auch noch da reinpacken können. Was war das? Lacker. Okay, Schlüssel haben wir jetzt auf jeden Fall. Na, genug will ich jetzt nicht sagen, aber reicht jetzt erstmal. Wir haben ja kein Guppy's Tail oder so. Ja, schade. Oh. Dann verlieren wir halt das blaue Herzchen. Sind jetzt ein bisschen am Arsch. So halb am Arsch. Nicht zu sehr. Aber der Damage ist miserabel. Der D20-Effekt. Unnötig. Gerade. Und dieser Raum war eklig. Phew. So. Auf Wiedersehen. Zum Glück haben wir unsere Orbitals und Resistance können wir auch irgendwann mal einsetzen. Hätten wir jetzt die Blank Card noch, ne? Dann wäre es aber optimal. Ich wäre dafür, dass die Blank Card nur wirklich Karten dupliziert und nicht Rune. Wobei das mit der Jera-Rune wäre natürlich schade, dass man da nicht so schön sich drauf freuen kann. Aber ansonsten ist es halt zu OP ein bisschen. Zu OP ein bisschen. Ich kann mich auch nicht entscheiden, ey. Na gut. Dann würde ich jetzt sagen, gehen wir hier oben hin. Rebrown wieder. Na gut, holen wir uns mal halt hier dieses Teil hier. So, einmal hinlegen. Ui. Das aber mitnehmen. Und weg damit. Two of Diamonds. Okay, cool. Boss of Steel. Das ist sehr nett. Und den Rest. Ja, weg. Oh Gott. Ich dachte schon, wo ist mein... Okay. Ich dachte schon, ich habe die Rune weggehauen. Ha, würde ich mir zutrauen. So. Nice. Na, Doppeltiersappillen. Ich konnte gerade meinen Augen nicht trauen. Oh, das ist schön, das ist schön, das ist schön. Der Unterschied wird gleich mega sexy. Der Unterschied wird gleich mega sexy. Komm schon. Und zwei Tiersappeln. Ich flippe aus. Und nochmal. Ich weiß gar nicht, wie viel die dazu machen. Plus 0,2 oder 0,3 bestimmt. Ich glaube 0,2 eher. Warum ich hier lang gehe, ich habe keine Ahnung. Ich wollte dem Gegner hier auch eine Chance geben, mich zu besiegen. Kannst mir ruhig noch mehr Tiersappeln geben, ey. Hätte nichts dagegen. Ehrlich nicht, ich schwöre. So. Und da ist Mr. Boss. Lass mal auch nicht damagen hier. Mit dem Messer. Au. Au. Auf Wiedersehen, mein Süßer. Auf Wiedersehen. Okay, warte mal. Haben wir mal die Kerze ändern. So. Die Herze. Die, was? Das Herz ändern. Jetzt haben wir es aber. Vielleicht kriegen wir gleich noch Money equals Power, ne? Spenden können wir ja nicht mehr. Der Automat hat ja, ist ja stecken geblieben da. Dieses dumme Vieh. So. Nice. Kommt mir das nur vor oder haben wir eine echt beschissene Range?
Ja, die Range ist unsere Achillesferse, so sagt man das doch, oder? Uiuiui. Ui, ui. So, Spinnies, greift mal an hier. Hier müssen wir ganz kurz regulieren, meine lieben Spinnies. So ein bisschen. Nice. Ohne einen Brimstone-Schuss abzubekommen. Sehr schön, oder überhaupt zu starten. Okay, jetzt haben wir aber natürlich ein wenig Herzchen. So, Resistance müssen wir dann irgendwann einsetzen. Nächst, warte mal. Oh, ist der Boss da ganz links oder ist er ganz oben? Oh Gott. Ich will hier nicht sein. Ich will hier nicht sein. Da ist gar keine Tür. Ah! Gut, wir müssen eh nicht mehr zurück. Wir müssen eh nicht mehr zurück. Nein, da wartet noch einer auf mich. Sehr schön. Ja, guck mal, da habe ich mich nicht bewegt, aber trotzdem Schaden bekommen. Da kriege ich hier echt gut Schaden, ey. Scheiße. Danke. Zacki-Zacki-Raum. Sag mal, kann man da Geheimraum und so? War das überhaupt richtig gesprengt? Kein Geheimraum. Hm. Ja, die Frage ist, wo ist jetzt der Boss? Und droppt er mir ein HP-Upgrade? Wäre schon ziemlich gut. Dieser blöde Daddy Longlegs, ey. Den mag ich überhaupt nicht. Der ist echt eine Arschkuh. Der ist echt eine Arschkuh. So, cool. Ah, ich glaube, das werde ich dann rerollen. Schlüssel haben wir genug. Bomben brauchen wir auch nicht. Ah, verdammt nochmal, der ist unten links. Scheibenkleister. Auf Wiedersehen. Ja, und hier bekommen wir ein paar Schlüssel und alles Mögliche. Okay, was haben wir hier? Speed up. Jo, können wir mitnehmen. Warum nicht? Den Rest lassen wir mal liegen. Ah, ich hätte gerne noch ein paar blaue Herzchen dadurch bekommen. Oh, guck mal hier. Ah, okay. Schützt uns vor Damage. Kann man nicht meckern. Noch mehr Speed up. Jetzt geht's aber los hier. Jetzt übertreibst du aber. Auf jeden Fall können wir jetzt vor Gegnern wegrennen, Mann. Also die Beine in die Hand nehmen können wir jetzt wie ein Profi. Das können wir echt wie ein Profi. So. Nice. Upsi. Dich besiegen. So. Und so. Okay, cool, 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 cool. Da ist noch ein Blaustein. Jetzt kriegen wir aber echt Glück mit dem Blaustein. Das gefällt mir. Oh, Baby, yes. So. Hoffnungsschimmer. Nerviger Gegner. So, machen wir aber schnell tot hier. Da haben wir echt Glück gehabt, dass wir auch diese Doppel-Tier-Sub-Pillen bekommen haben. Das war ja ein Gag. Keine Tier-Sub-Pillen. Das finde ich jetzt aber ein bisschen gemein. Das finde ich jetzt ein bisschen gemein. Naja, Balls of Steel dafür. Balls of Steel. Was Luft mit. Komm, wir können hier so mit dem Messer schön zack, 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 ihn fertig machen. Das ist kein Problem. Autsch, okay, das ist ein Problem. Komm schon. Rein in die nächste Form mit dir. Komm schon. Schön. Jetzt ist die Frage, machen wir genug Damage? Ja, mit der Spinne auf jeden Fall. So, dass er immer wieder abhaut. Spinny? Spinny, Hilfi? Danke. Yes, Sissy. Leg los, Mann. Okay. So. Und auf Wiedersehen. So, ich gehe aber nochmal zurück, glaube ich, und rerolle da mal noch ein bisschen. Die Items, ich würde gerne in den Zacki-Zacki-Raum rein, aber ist mir zu risky, Mann. Ist mir zu risky, yo. Full health, nice. Dann nehmen wir den ganzen Schüssel hier mal mit. Empress, ja, cool, cool. Gut. Dann würde ich sagen, hauen wir jetzt ab in die Chest und hoffen, dass wir in der Chest ziemlich cooles Zeug finden, ne?
Wir rerollen die Chests. Hahaha, mit die 20. Ich glaube, das würde nur ein Wahnsinniger machen. Und ich! So. Los geht's. Gut, gut. Gib mir Messer. Ein Karambit Slaughter. Oh, verdammt nochmal. Loki's Horns. Cross. Karambit Slaughter. Ah ja, gibt's ja. So, X-Ray Vision und das hier nehmen wir auch mit. Okay, 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 cool. Das da macht ein bisschen... Aber wobei, das können wir mitnehmen. Wir haben ja ordentlich Speed dazu bekommen. Ah, man merkt richtig den Unterschied, Mann. Wie langsam man plötzlich ist. Man merkt richtig den Unterschied, Digga. Aber richtig. So. Vielleicht war es auch gut so, dass wir die Batterie bekommen haben. Die hat uns dann ein bisschen beschützt vor irgendwelchen dummen Aktionen. Sonst hätte ich die ganze Zeit den B20 aufgeladen, bis ich nur ein Herzchen habe und wäre dann gestorben. Also danke, Batterie. Komm, wir bedanken uns mal bei ihr. Diese Doofkuh. Habe ich nicht gesagt, habe ich nicht gesagt. So. Ja, wiedersehen, Senioritas. Sehr schön. So. Der Kollege ist abgehauen, was? Hat ein paar Bomben belegt, dich im Stich gelassen. Das war keine Bombenaktion, würde ich sagen. So. Gott, dieser Damage-Schnitt. Zum Glück haben wir Algis. Können wir gleich das Blue Baby mächtig fertig machen. Danke. Der Geheimraum. Danke. Ah. Na gut, für den D20, ne? Würde ich sagen. Vielleicht kriegen wir da ein paar goldene Kisten raus. So schlecht war es jetzt nicht. Mhm. Hm. Verstehe. Geht's hier echt zum Bossmann? Und wieso heile ich mich eigentlich? Was habe ich? Plazenta? Ah, ich habe die Plazenta, ne? Ah, ich habe die Plazenta, okay. Mann, die hat aber einen super Job gemacht, dass sie jetzt... Die hat mich, glaube ich, jetzt das erste Mal geheilt, was? Aber wahrscheinlich, weil ich volles rotes Leben hatte. Okay, das ergibt Sinn. Ja, den Default, den setzen wir nicht ein. Vielleicht am Ende. Aber ich bin jetzt gerade zufrieden, bevor wir hier total verkacken. Weißt du, und dann so ein richtig beschissenes Build bekommen. Nee, 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 nee. Nein. Wie viel Damage haben wir denn? Alter, wir haben nicht mal die Leiste voll. Na gut, egal. Wir haben schon mal einen Run mit nur 3 Strichen Damage geschafft. So. Autsch. Papa, da jetzt kriegen wir auf die Schnauze, aber das ist egal, denn der Boss ist da und das ist eine Qual, diesen Raum hier zu klären. Später haben wir Algis. Algis und dann können wir... Sachen machen. So. Den Boss schnell besiegen. Und die vorsetze ich dann gleich ein. Mal gucken, was wir bekommen hätten. Okay, jetzt kriege ich auf die Schnauze dort ein bisschen. Aber das ist gut so. So haben wir es wenigstens aufgeladen. Wo ist hier noch eine Spinne? Sauber. Okay. Die 4. Okay, was ist das? Full Health. Oh mein Gott. Okay, cool. Das ändert natürlich alles. Bam, 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 bam. Algis einsetzen und vernichten. Algis einsetzen und vernichten den Guten. So, wie im letzten Run. Algis wäre nichts geschehen. Ah, das klingt nicht so. Gut. Ich wollte sagen, als wäre nichts geschehen. Algis nichts. Ah, ne. Da kann man kein gutes Wortspiel draus machen. So, wir sehen aber süß aus. Okay, dann lass mal die vor einsetzen und gucken, was wir bekommen hätten. Wir haben Kakao auf jeden Fall. Money equals Power, Spoonbender, Laser. Und Zäumilk? Nein. Doch? Hm. Soll ich das mal in einem Raum testen? Wie viel Damage haben wir? Ich teste das mal in einem Raum, okay? Wir haben Spoonbender, Mann. Ich würde sagen, das ist ziemlich nice, oder? Und wir haben den Dark Bum. Nice. Sind wir Guppy? Ne, wir sind Glotz. Ach, wir haben Mulligan, oder? Ne, was haben wir? Doch, wir haben Mulligan. Nice. Ja.
Wäre ganz gut, das Bild. Wäre ganz gut. Vielleicht noch einen Raum klären und dann können wir aufhören. Na, was kommt hier? Pin? Oh, Baby. Oh, Baby, yes. Schön eingefroren. Wegrasiert. Ich will noch einen Raum klären. Gleich sterben wir. Und ich will noch einen Raum klären. Quadshot haben wir auch noch. Boah, das sind gute Items, Mann. Leider sieht man die nicht. Leider sieht man die nicht. Das ist ein kleiner Nachteil am Tracker. Bam! Speeddown haben wir jetzt hier, okay. Ja, dann setzen wir nochmal ein. Was hätten wir jetzt bekommen? Heilige Scheiße, Proptosis sehe ich da. Wow! Splitshot 2020, ach du Scheiße. Set Bombs auch noch? Nein. Yo, was ist das denn für eine Raid? Aber guck mal, wir können... Ach, wir haben... Ah, Gravity Tears. Okay, ich dachte schon, ich war gerade ein bisschen verwirrt. Okay, gut. War geil auf jeden Fall. Coole Rerolls, Mann. Man hat eigentlich auch ziemlich oft Pech, aber das war gut, Mann. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Holly.